So, der Bastelzeit und heute mal wieder eine kleine Reparatur. Ich habe mal wieder in der Restekiste, so unter dem müsste man mal machen, geguckt. Und das Ding hier, das ist mir entgegengekommen. Also zumindest die Bauteile. Das hier, das ist ein Blutsauerstoffmessgerät. Okay, ja. Zum einen, es ist kaputt. Das kann man relativ einfach daran sehen, dass ich das Board rausholen kann. Und das sollte nicht so sein, weil hier ist ein Flachbandkabel. Das heißt, das müssen wir wieder irgendwie hier dran kriegen. Aber Blutsauerstoff, was, wie, wo? Ich würde sagen, da machen wir auch noch eine kleine Runde. Was ist denn das überhaupt und wieso wollen wir das messen? Und wie klappt das überhaupt mit dem Ding hier? Weil das ist ja jetzt kein hochtechnisches Gerät. Aber gut, gehen wir mal hier gerade zu unserer schönen Wand und gucken, was Blutsauerstoff ist. Ja, wenn ihr in Bio ein bisschen aufgepasst habt, dann wisst ihr, dass Blut ja so ein paar Dinge durch den Körper transportiert. Unter anderem natürlich die ganzen Nährstoffe, aber auch, ja, einatmen, ausatmen, ne? Sauerstoff und entsprechend Kohlendioxid. Sauerstoff rein, Kohlendioxid raus. Ist gut, wenn das funktioniert, aber es gibt halt Situationen, da funktioniert das nicht mehr so gut. Das heißt also zum Beispiel, wenn die Lunge irgendwie geschädigt ist, kann es vorkommen, dass wir zu wenig Sauerstoff aufnehmen. Die Zellen verbrennen aber ja weiterhin den Sauerstoff oder wandeln ihn um, wie man auch immer das nennen mag. Das heißt also, die nehmen den Sauerstoff auf, geben Kohlendioxid ab. Kohlendioxid kann aber nicht raus, weil die Lunge nicht mitmacht. Neuer Sauerstoff kommt auch nicht rein. Das heißt, im Blut selber steigt die Konzentration von Kohlendioxid gegenüber von dem, was wir an Sauerstoff haben. Wenn wir auf so die klassischen Diagramme gucken, dann sehen wir auch, ja, da war ja was so Arterien, Venen, ne? Blut, was hinfließt, Blut, was wegfließt. Ja, hier sieht es jetzt natürlich etwas extremer aus als in der Realität. Es ist natürlich nicht so, dass Blut, was Sauerstoff hat, rot ist und das, was Kohlendioxid hat, entsprechend blau ist. Aber ein bisschen was ist da dran. Denn Sauerstoff und Kohlendioxid, die haben nämlich ein bisschen unterschiedliche Sachen, was Lichtfarben angeht. Das heißt also, was wird absorbiert, welche Farben werden reflektiert. Und das machen wir uns hier zunutze, denn wenn wir uns das hier mal näher angucken, dann haben wir hier drin entsprechend offensichtlich irgendeinen Sensor oder eine Diode und unten drin, wenn wir da reinschauen, da ist auch nochmal so etwas. Und das ist im Prinzip zwei Leuchtdioden, die entsprechend unterschiedliche Lichter ausstrahlen, unterschiedliche Farben. Und die gucken, na, wir können ja unseren Finger hier reinstecken, was geht denn durch den Finger durch? Was wird also durchgelassen, was wird nicht absorbiert? Und welche Farbe kommt nicht so gut durch? Und zwischen dem Verhältnis zwischen den beiden Farben kann dann hier der Mikrocontroller, der hier drauf ist, ausrechnen, wie viel Sauerstoff im Blut sein dürfte. Wenn euch das genauer interessiert, ich verlinke euch oben in der Ecke noch ein schönes Video von Technology Connections. Ist auf Englisch, aber der hat letztens auch ein Video darüber gemacht. Jetzt nicht das Modell hier und nicht repariert, aber er hat sehr gut erklärt, welche Technik dahinter steckt und wie das Ganze funktioniert, dass hier plötzlich am Ende eine Zahl rauskommt. Aber hier kommt halt noch keine Zahl raus, also sollten wir eventuell das Ding reparieren, ne? Also gehen wir mal rüber zur Werkbank. Ist, glaube ich, besser. Also werfen wir mal einen Blick darauf, was wir hier haben. Hier ist nicht allzu viel zu sehen. Wir haben hier entsprechend ein Fensterchen, was in die Mitte geht. Wir haben das Flachbandkabel, was hier abgerissen ist. Hier zwei Federn an der Seite, die dafür sorgen, dass das Ding hier entsprechend wieder zuklappt, wenn wir loslassen. Auf der Rückseite, da haben wir unser Batteriefach. Wir sehen entsprechend hier beides in eine Richtung, was eher ungewöhnlich ist. Aber anscheinend sind hier unterschiedliche Grounds auch mit drauf. Das heißt also, man nutzt offenbar die Batterien einzeln und greift die Mittelspannung auch noch teilweise ab. Ansonsten, wenn wir das Ganze kippen, dann sehen wir hier entsprechend eins von unseren Geräten. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass das die LED ist, allerdings, wir sehen nur zwei Beinchen, normalerweise müssten wir mehr haben für mehr Farben, aber vielleicht ist das ja, dass es, da sind ja zwei Kästen drin sozusagen, dass einer davon in die eine Polarität geht, die andere in die andere, wie auch immer. Darüber sehen wir so ein bisschen Dunkles, da ist auch nochmal ein kleines Fensterchen, wenn wir in die Mitte reingucken, da ist nicht viel zu sehen, außer jede Menge Staub. Und hier entsprechend den Blick nach unten zu den vermutlich LEDs und hier oben das Fenster, was nach oben geht. Okay, das hier jetzt ja schön, aber wir brauchen noch ein bisschen Elektronik. Das wäre der hier. Wie wir sehen können, relativ großes OLED da drauf. Ein bisschen Kleinkram an den Seiten. Ein Knopf hier. Und was auffällt, hier sind jede Menge Anschlüsse. Wenn wir mal hier oben gucken, da ist sogar eine Beschreibung, was das ist. Unter anderem halt Reset, RX,
TCK, D-Out, TDO, TDI, TMS. Also das sieht aus, als ob das hier irgendeine Form von Programmierport ist oder zumindest Interface. Und Bonus, wenn wir unter das Display gucken, da haben wir auch noch ein RX und ein TX. Also auch offenbar eine serielle Schnittstelle. Das klingt so, als ob das ein bisschen hackbar ist. Bonus im Übrigen noch vom OLED, was man hier sehen kann. Wenn ich so ein bisschen kippe, sieht man, denke ich, die Aufteilung. Wir haben oben entsprechend einen Bereich und dann hier unten einen Bereich. Und das Ganze ist eine Punktmatrix. Und ja, das wird wahrscheinlich so sein, dass das unterschiedliche Farben von diesem OLED sind. Ansonsten auf der Vorderseite nicht viel zu sehen. Hier unten drunter ist nichts. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich noch ein paar Sachen. Und zwar, was haben wir denn alles? Fangen wir mal hier hinten an. Hier haben wir entsprechend wahrscheinlich unseren Fototransistor. Der dürfte dafür zuständig sein, die einzelnen Farben zu erkennen, beziehungsweise die Helligkeit zu erkennen. Dann auch hier wieder jede Menge außenrum. Sehr viele von den Tantals, wie wir hier sehen, zur Stabilisierung. Am anderen Ende haben wir eine Sicherung, auch eher selten zu sehen bei sowas. Die Reste von unserem Flachbandkabel, ein Buzzer. Und an der Stelle ist dann auch hier hinten, wenn wir nochmal auf das Ding hier gucken, ein kleiner Grill drauf, dass das auch nach außen geht. Und zwei Chips. Das erste ist ein Texas Instruments 31C6DPW, wenn ich das richtig sehe. Und das andere ist der hier. Das ist ein SGM3005. Würde ich sagen, die suchen wir uns mal gerade raus und gucken, ob wir zu den beiden ICs etwas finden. So, ein paar von den Dingern habe ich gefunden. Fangen wir an mit dem SGM3005. Das ist ein Low Voltage Dual SPDT Analog Switch, was mich doch etwas verwundert hat. Das hier ist also quasi ein Analog-Multiplexer. Man kann einen analogen Ein- oder Ausgang mit zwei anderen Teilen verbinden. Hier können wir es auch sehen, wenn wir ein bisschen runterscrollen können. Wir haben also im Prinzip einen Common und dann einen Normally Opened und einen Normally Closed, sowie eine Spannung, um das Ding dann ein- und auszuschalten. So können wir dann ja, Dinge umschalten, wofür auch immer das gut sein soll. Ich hätte eigentlich gedacht, dass an der Stelle irgendwas mit Spannungsregler ist. Habe dann nochmal drüber geguckt und einer von den Kleinen, der hat das Marking CDCW. Könnt ihr hinkommen, AME8818, Low Dropout, 300 mAh CMOS, 1,2 Volt, klingt realistisch. Eine Batterie hat 1,5 Volt, 1,2 Volt hat einen Akku. Ja, eventuell passt das da ganz gut. Der Hauptprozessor, da habe ich eben die falsche Nummer vorgelesen, das ist nämlich ein MSP430 und bei uns die Nummer ist dann F415. Hier haben wir die X41X. Das ist also ein Mixed-Signal-Microcontroller. Mixed-Signal heißt, dass er sowohl auf analog als auch digital ausgelegt ist. Wenn wir hier mal ein bisschen drüber gucken. Ultra-Low-Consumption, okay. Die Spannung, interessant, 1,8 bis 3,6 Volt. Das heißt, mit einer Batterie kommen wir da nicht klar. Das heißt, wir müssen schon beide Batterien hintereinander schalten, um auf 3 Volt zu kommen. Ist ein 16-Bit-Prozessor, was man auch eher selten sieht, weil meistens, also zumindest so in Bastlerkreisen, ist ja entweder, dass man auf 8-Bit geht, wie die ganzen Arduinos mit ATmega, oder man geht direkt auf 32-Bit, wie ESP8266, STM32 oder ähnliches. Hier also 16-Bit und RISC, ebenfalls eine Architektur, die eher heutzutage selten ist. Wir haben einen integrierten LCD-Driver, werden wir hier nicht brauchen. Das OLED wird wahrscheinlich eher in Richtung I2C oder sowas gehen. Es gibt Voltage Supervision, das heißt, der kann auch erkennen, wenn die Batterie leer geht. Ein Serial Onboard Programming, das heißt, wir können über die serielle Schnittstelle tatsächlich neue Software drauf spielen, wenn wir dann eine eigene Firmware haben wollen. Das Modell, was wir haben hier, das hat 16 KB Flash und 512 Byte RAM, also überschaubar groß. Aber hey, hier geht es ja auch eher darum, dass das Ding halbwegs schnell die Berechnungen anstellen kann. Viel Software wird man am Ende nicht brauchen. Was mir hier gerade auffällt, hier steht keine Geschwindigkeit dabei. Normalerweise hat man ja irgendwie so eine Megahertz-Angabe. Ich meine, ist natürlich schwer zu vergleichen. Eine RISC-Architektur, eine ARM oder eine AVR-Architektur, da kann dieselbe Geschwindigkeit draufstehen und trotzdem ist dann einer schneller, je nach Anwendung, als der andere. Aber ein bisschen weiter unten ist es dann beschrieben, wir haben eine 8 MHz CPU. Okay, also eine eher gemächliche Sache.
Ansonsten, wenn wir hier drüber gucken, wir haben nicht allzu viel, was für uns interessant ist. Comparator ist natürlich eine schöne Sache. Das heißt, wir können zwei analoge Werte vergleichen und kriegen dann die Info, ist es größer oder kleiner. Aber was ich nicht sehe, ist ein ADC. Das heißt, wir haben wahrscheinlich wirklich nur einen Vergleich und nichts, was irgendwie Analog- und Digitalwandlung macht. Eventuell ist das extern dran gebaut mit den Kondensatoren. Das ist theoretisch möglich, aber eingebaut ist es wohl nicht. Von den Features würde ich dann sogar sagen, dass das hier ein eher älteres Design ist. Ich meine, hier oben steht irgendwas von 2001 und 2008, aber ne, selbst zu den Daten gab es eigentlich schon so interne ADC und Co. Das ist eigentlich ja nichts so Neues. Na gut, jetzt hier weiter durchlesen macht, denke ich, nicht allzu viel Sinn. Wir wissen grob, was die CPU macht oder eher gesagt machen sollte, denn bis jetzt kann sie es ja nicht machen, so ohne dieses Flachbandkabel. Also schauen wir mal, ob wir das irgendwie nochmal hinbekommen. Gut, also schauen wir mal, wie sieht denn unser Flachbandkabel aus? Naja, abgerissen, so viel kann ich schon mal sagen. Aber es scheint von der Rückseite wirklich blankes Kupfer zu sein. Wobei, nee, es glänzt. Also es ist Kupfer, aber es ist nochmal irgendeine Klebschicht drüber. Das Problem ist hier bei diesen, die wirklich komplett aus Plastik bestehen, wie es aussieht, mit ein bisschen Kupferfolie dazwischen, wirklich löten wird da nicht drin sein. Mal gucken, mit etwas Glück kriegen wir es freigeschmolzen, dass wir da drauf löten können. Ansonsten müssen wir gucken, ob wir das da rausbekommen. Das könnte interessant werden, weil ich sehe nicht, wo es hingeht. Das heißt also, wir müssen im Zweifelsfall hier das Board mal rausholen und dann das da durchfädeln. Und dann können wir im Zweifelsfall das natürlich einfach durch Kabel ersetzen. Das sollte eigentlich da drin sein. Ja, gucken wir mal, ob wir das hier irgendwie rausgehebelt bekommen. Denn eine Schraube oder irgendwas sehe ich nicht. Das wird wahrscheinlich einfach nur bei den Batteriekontakten hier hängen. Wenn wir die mal so ein bisschen überreden, ja, dann kriegen wir hier auch unser entsprechendes Flachbandkabel zu Gesicht. Ich würde sagen, wir holen es einfach mal raus. Mehr als kaputt gehen kann es ja nicht. Das heißt, zack. Und okay, hier ist es einfach auch nur angelötet. Es ist also nichts mit irgendwelchen Steckern oder Spezialzeug. Es ist einfach nur eine Durchverbindung und das klingt so, als ob wir das eventuell hinbekommen können. So, ich gehe erstmal auf die Suche, ob wir eine Lötspitze haben, die da passen könnte. Das müsste sowas hier sein. Und dann würde ich sagen, wir schauen einfach mal, wie das reagiert, wenn ich da mit Hitze anrücke. Sprich, schmilzt es weg oder tut es irgendwelches anderes, eher unschönes Zeug oder klappt es eventuell ganz gut? Dann schauen wir mal, wie es reagiert und okay, es scheint halbwegs hitzefest zu sein. Das ist jetzt mit, was habe ich eingestellt? 350, 360, ups, 360 Grad waren es. Versuchen wir das mal mit ein bisschen zusätzlichen Lötzinn, um eine bessere Hitzeübertragung hinzubekommen. Aber ne, das sieht so aus, als ob der das relativ gut aushält. Gut, dann müssen wir also nicht mit Hitze dran, um da was wegzuschmelzen, sondern versuchen, das Ganze irgendwie frei zu kratzen. Schauen wir mal, ob wir damit irgendwie weiterkommen. Ich meine, ich würde schon gerne von hier der Seite dran, weil einfach auf der Seite hier entsprechend das Kupfer zu sehen ist. Also schauen wir mal, kriegen wir was gekratzt? Auch nur mäßig. Also dafür, dass es so schnell abgebrochen ist im Inneren, stellt sich das gerade als eher haltbar dar. Okay, versuchen wir das mal zur Sicherheit noch von der anderen Seite, ob die zufällig sich eher irgendwie mit Hitze oder so aufschlagen lässt, aber das sieht eher nach Nein aus. Well, that's gonna be interesting. Wir kriegen es per Hitze nicht weg, wir kriegen es mit Kratzen nicht gut weg. Tja, und das sieht momentan so aus, als ob eher das Metall in der Mitte verbrennt, als dass ich dadurch die entsprechenden Layer von diesem Plastik außenrum komme. Ah, da tut sich was. Ich komme mit der Pinzette zwischen die beiden Plastikdinger und krieg's aufgezogen. Das ist natürlich sehr gut. Gerade noch eine zweite Pinzette, dann komme ich da wahrscheinlich besser dran. Ja, da sehen wir doch. Da haben wir zumindest schon mal die zwei. Dann mal die Nummer 3. Und der Pin Nummer 4. Wunderschön. Gucken wir mal, ob da drauf jetzt auch Lötzinn hält. Und das sieht gut aus. Es greift. Wunderschön. Okay, wenn wir so weit sind, dann würde ich sagen, probieren wir das hier mal wieder durchzufädeln. Durch die einzelnen
Schlitze hier, dass wir mal nach oben kommen und wieder gucken können, ob wir das da reinkriegen. Das ist natürlich nicht so einfach, weil das hier auch nicht dafür gedacht war, jemals auseinander und wieder zusammengebaut zu werden. Gucken, hier ist so ein Zwischenbereich, wo das Ding lose ist. Im Zweifelsfall muss ich die Federn lösen und das Ganze auseinander machen. Und da sind wir durch. Okay. Hier oben mal wieder die Batterien an die richtige Stelle, die Batteriekontakte. Schauen wir mal, der muss ja hier so rum auf jeden Fall rein. Denn Bildschirm nach oben macht Sinn, das heißt, der wird auf der Unterseite angelötet. Das heißt, wir sind auf der falschen Seite, aber das sollte sich über Reflow machen lassen, dass wir das da trotzdem reinbekommen. So, ein bisschen was an Flussmittel hat auch noch nie geschadet. Ein Reflow hat es gemacht. Jetzt muss es nur noch funktionieren. Okay, kriegen wir das jetzt irgendwie hin? Nein, kriegen wir nicht. Ich dachte, ich könnte hingehen und könnte jetzt durchmessen, aber da das andere ja auf der Unterseite ist, ist das eher schwer. Okay, versuchen wir uns mal. Machen wir erstmal ein paar Batterien hier rein. Schauen, ob. Okay, 2.0. Das ist schon mal gut. Der Prozessor läuft, aber. Ja, doch, da unten leuchtet etwas rot. Das ist gut. Und kriegen wir was? Das sieht schön aus. Und da haben wir tatsächlich einen Puls und ein SpO2, also der Blutsauerstoff. Lassen wir mal einen kleinen Moment laufen. 96 klingt aber jetzt eigentlich schon nicht ganz so schlecht. Normalerweise sollte es eher so 99 sein. Aber wir sehen, ja, er geht hoch. Das kann jetzt natürlich auch sein, da ist bestimmt auch noch jede Menge Dreck drin. Den müssen wir wahrscheinlich erstmal fertig machen. Und ja, Puls sehen wir, geht gerade hoch. Könnte daran liegen, dass ich irgendwie meinen Arm hier halb um die Ecke die ganze Zeit am Hochhalten bin, dass es noch in der Kamera ist. Also, ja, ich würde sagen, der funktioniert auf jeden Fall wieder. Dummerweise habe ich den Rest vom Gehäuse nicht mehr. Aber, ein bisschen Klebeband wird das gleich schon regeln. Ja, und wir sehen, so funktioniert das Ganze dann hier. Wir haben jetzt wieder unsere schöne Anzeige und ja, wieder ein Teil gerettet hier vorm Schrott. Naja, mehr oder weniger. Das Ding hier ist natürlich kein medizinisches Gerät, aber um mal irgendwie so einen Überblick zu bekommen, wie viel Puls habe ich denn gerade, ist es eigentlich ganz praktisch. Heute, okay, zugegeben, die sind vielfach in Smartwatches mit integriert, diese Sensoren, aber hey, ich würde mal sagen, der hier, der ist wieder repariert und tut damit wieder, was er soll.